Moin und herzlich willkommen. Island Update. Der Zufluss von Magma soll weiterhin etwa 50 Kubikmeter die Sekunde betragen. Das ist eine große Menge und wird, umso länger es dauert, irgendwann auch zum Tragen kommen. Ein 100 Quadratmeter großes Haus mit einer Deckenhöhe von 2,4 Metern hätte ein Volumen von 240 Kubikmetern. Also bei der aktuellen Zuflussrate wäre der Raum in weniger als 5 Sekunden gefüllt. Ihr könnt das ja mal hochrechnen. Die Bebentätigkeit ist weiter zurückgegangen und auch das 3,8er Beben ist mittlerweile wieder raus, hatte aber auch nur eine 50% Bestätigung. Ganz aktuell zeigt das GPS für Grindavík eine kleine Bodenhebung an. Früher oder später musste das so kommen, da ja weiter Magma intrudiert. Wie lange das noch so weitergeht, kann ich nicht sagen. Die Station Svartsengi zeigt weiterhin ordentlich Inflation an. Das Gebiet beim Hydrothermalkraftwerk hebt sich schon ziemlich, aber wo soll das Magma denn auch hin? Es fließt dauernd was nach und irgendwann ist es halt mal genug. Vielleicht drückt es das Gebiet auseinander oder es kommt eben zur Oberfläche. Selbst wenn es jetzt nicht zu einem Ausbruch kommen sollte, dann haben wir möglicherweise in ein paar Wochen oder Monaten erneut so eine oder eine ähnliche Situation. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es dort immer wieder zu langen Aktivitätsphasen kam und wohl auch zukünftig kommt. Das Wetter ist momentan echt übel. Die Camps tun zwar ihr Bestes, dennoch sieht man nur sehr wenig. Aber das kann sich verändert haben, wenn das Video dann online ist. Ich habe leider nicht mehr, was ich zu Island erzählen könnte. Eventuell nochmal der Hinweis. Nachlassende Beben bedeuten nicht unbedingt, dass die Eruptionswahrscheinlichkeit zurückgeht. Wenn es dicht unter der Oberfläche ist, dann kommt es auch zu weniger Beben. Aber natürlich kann sich das Ganze auch beruhigen. Hier stünde nur der stetige Zufluss an Magma diametral zu dieser These. Denn dies muss ja irgendwo hin. Und zu dem Irgendwo kommt aber auch das Irgendwann. Und wann dies sein wird oder kann, ist ungewiss. Auch das Wetter spielt aktuell wohl eine Rolle. Soweit ich las, kann IMO wohl nicht alle Beben erfassen. Gut, wenn es was Neues gibt, dann melde ich mich. Vielen Dank, dass du zugeschaut hast. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Lass doch ein Abo auf YouTube da. Nicht ärgern lassen und noch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.